Rudolf Steiner Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen Faust und durch das Märchen von der Schlange und der Lilie 3. Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch sein Märchen V und der grüne Schlange und der Lilie. Schiller war um die Zeit, in der seine Freundschaft mit Goethe begann, mit den Ideen beschäftigt, die in seinen Briefen über ästhetische Erziehung des Menschen ihren Ausdruck gefunden haben. Er arbeitete diese ursprünglich für den Herzog von Augustenburg geschriebenen Briefe 1794 für die Hören um. Was Goethe und Schiller damals mündlich verhandelten und was sie sich schrieben, schloss sich immer wieder, der Gedankenrichtung nach, an den Ideenkreis dieser Briefe an. Schillers Nachsinnen betraf die Frage, welcher Zustand der menschlichen Seelenkräfte entspricht im besten Sinne des Wortes einem menschenwürdigen Dasein. Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen, idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist. Stern eine Brücke will Schiller schlagen von dem Menschen der alltägigen Wirklichkeit zu dem idealischen Menschen. Zwei Triebe sind in der Menschennatur vorhanden, die diese von der idealischen Vollkommenheit zurückhalten, wenn sie in einseitiger Art zur Entwicklung kommen, der sinnliche und der vernünftige Trieb. Hat der sinnliche Trieb die Oberhand, so unterliegt der Mensch seinen Instinkten und Leidenschaften. In die Betätigung, die von seinem Bewusstsein durchhält ist, mischt sich eine dieses Bewusstsein trübende Kraft. Sein Tun wird Stern, so schreibt Schiller im vierten Briefe. Das Ergebnis einer inneren Nötigung. Überwiegt der vernünftige Trieb, so ist der Mensch bestrebt, Instinkte und Leidenschaften zu unterdrücken und einer abstrakten, von innerer Wärme nicht getragenen Notwendigkeit sich zu übergeben. In beiden Fällen ist der Mensch einem Zwange unterworfen. Im ersten bezwingt seine sinnliche Natur die geistige, im zweiten die geistige seine sinnliche. Weder das eine, noch das andere gibt dem Menschen im Kerne seines Wesens, der zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit in der Mitte hegt, völlige Freiheit. Diese ist nur durch eine Harmonie der beiden Triebe zu verwirklichen. Die Sinnlichkeit soll nicht unterdrückt, sondern veredelt werden, die Instinkte und Leidenschaften sollen sich mit der Geistigkeit durchdringen, so dass sie selbst die Verwirklicher des in sie eingegangenen Geistigen werden. Und die Vernunft soll das Seelische im Menschen so ergreifen, dass sie dem bloß Instinktiven und Leidenschaftlichen seine Gewalt nimmt, und der Mensch das, was Vernunft ihm rät, wie selbstverständlich aus Instinkt und mit der Kraft der Leidenschaft vollbringt. Wenn wir jemand mit Leidenschaft umfassen, der unserer Verachtung würdig ist, so empfinden wir peinlich die Nötigung der Natur, wenn wir gegen einen anderen feindlich gesinnt sind, der uns Achtung abnötigt, so empfinden wir peinlich die Nötigung der Vernunft, sobald er aber zugleich unsere Neigung interessiert und unsere Achtung sich erworben, so verschwindet sowohl der Zwang der Empfindung, als der Zwang der Vernunft, und wir fangen an, ihn zu lieben. Ein Mensch, der in seiner Sinnlichkeit die Geistigkeit der Vernunft, in seiner Vernunft die elementarische Kraft der Leidenschaft offenbart, wäre eine freie Persönlichkeit. Auf die Entwicklung der freien Persönlichkeiten möchte Schiller das harmonische Zusammenleben in der menschlichen Gesellschaft begründen. Mit der Frage nach einem wahrhaft menschenwürdigen Dasein verband sich ihm diejenige nach der Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens. Das war seine Antwort auf die Fragen, die in der Zeit, als er diese Gedanken ausgestaltete, den Menschen durch die Französische Revolution gestellt waren. Stern Goethe fand sich durch solche Ideen tief befriedigt. Er schreibt über die ästhetischen Briefe am 26. Oktober 1794 an Schiller: Das mir übersandte Manuskript habe ich sogleich mit großem Vergnügen gelesen, ich schlürfte es auf einen Zug hinunter. Wie uns ein köstlicher, unserer Natur analoger Trunk willig hinunterschleicht und auf der Zunge schon durch gute Stimmung des Nervensystems seine heilsame Wirkung zeigt, so waren mir diese Briefe angenehm und wohltätig, und wie sollte es anders sein, da ich das, was ich für recht seit langer Zeit erkannte, was ich teils lebte, teils zu leben wünschte, auf eine so zusammenhängende und edle Weise vorgetragen fand.
was Goethe zu leben wünschte, um sich eines wahrhaft menschenwürdigen Daseins bewusst sein zu dürfen, fand er in Schillers ästhetischen Briefen ausgesprochen. Begreiflich ist es daher, dass auch in seiner Seele Gedanken angeregt wurden, die er auf seine Art in der Richtung der Schillerschen auszugestalten suchte. Aus diesen Gedanken heraus ist die Dichtung erwachsen, die so mannigfaltige Auslegungen gefunden hat, das Rätselmärchen, mit dem Goethe seine in den Horen erschienene Erzählung Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten schloss, und das im Jahre 1795 in Stern 27 Steher Brief den Hörern erschienen ist. Auch diese Unterhaltungen knüpfen wie Schillers ästhetische Briefe an die französischen Zustände an. Man wird das ihren Schluss bildende Märchen nicht erklären dürfen, indem man von außen allerlei Ideen in dasselbe Hinein trägt, sondern indem man zurückgeht auf die Vorstellungen, die damals in Goethes Seele lebten. Die größte Zahl der unternommenen Auslegungsversuche dieser Dichtung findet man verzeichnet in dem Buche Goethes Märchendichtungen von Friedrich Meyer von Waldeck. Stern. Seit dem Erscheinen dieses Buches sind allerdings einige neuere Erklärungsversuche zu den früheren hinzugekommen. Stern. Stern. Man wird die Keimgedanken zu dem Märchen in den Unterhaltungen suchen müssen, deren Abschluss es bildet. Goethe stellt in diesen Unterhaltungen die Flucht einer Familie aus den mit Kriegsverheerungen belasteten Gegenden dar. In den Gesprächen, die sich zwischen den GÜ Stern Heidelberg, Karl Winters CHE Universitätsbuchhandlung 1879. Stern Stern Ich habe in den Geist des Märchens aus den Voraussetzungen der goethischen Gedankenwelt vom Anfang der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts einzudringen versucht und habe, was sich mir ergeben hat, zuerst in einem Vortrage ausgesprochen, den ich am 27. November 1891 im Wiener Goethe-Verein gehalten habe. Was ich damals gesagt habe, hat sich mir seither nach den verschiedensten Richtungen erweitert. Aber alles, was ich seither über das Märchen habe drucken lassen oder mündlich ausgesprochen habe, ist nur eine weitere Ausgestaltung der in jenem Vortrage ausgesprochenen Gedanken. Auch mein 1910 erschienenes Mysteriendrama Die Pforte der Einweihung ist eine Frucht jener Gedanken. Der oben erwähnte Vortrag von Rudolf Steiner im Wiener Goethe-Verein über das Geheimnis in Goethes Rätselmärchen in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Stern im Referat von K.J. Schröer wird in Bibliographie Nr. 51 der Rudolf Steiner Gesamtausgabe erscheinen. Dem dieser Familie abspielen, lebt auf, was in Goethes Vorstellungskreisen durch den Austausch der gekennzeichneten Ideen mit Schiller damals angeregt war. Die Gespräche drehen sich um zwei Gedankenmittelpunkte. Von dem einen werden alle die Vorstellungen des Menschen beherrscht, durch welche dieser in den Ereignissen, die in sein Leben eingreifen, einen Zusammenhang zu bemerken glaubt, der sich aus den Gesetzen der sinnlichen Wirklichkeit nicht durchdringen lässt. Die Geschichten, welche da erzählt werden, sind zum Teil reine Gespenstergeschichten, zum Teil solche, in denen Erlebnisse zur Darstellung kommen, die anstelle des naturgesetzlichen Zusammenhanges einen wunderbaren zu verraten scheinen. Goethe hat diese Schilderungen wahrlich nicht aus einer Hinneigung zu irgendeiner Art von Aberglauben verfasst, sondern aus einem viel tieferen Antrieb heraus. Die angenehm mystische Empfindung, die manche Menschen haben, wenn sie von etwas hören können, das doch die beschränkte, auf gesetzmäßige Zusammenhänge gehende Vernunft nicht erklären kann, lag ihm ganz ferne. Aber er sah sich immer wieder vor die Frage gestellt, gibt es für die Menschenseele nicht eine Möglichkeit, sich von den Vorstellungen, die nur aus der sinnlichen Wahrnehmung kommen, zu befreien und in einem rein geistigen Anschauen eine übersinnliche Welt zu ergreifen? Es könnte ja wohl der Drang nach CH einer solchen Betätigung des Erkenntnisvermögens ein naturgemäßes menschliches Streben darstellen, das auf einem für die Sinne und den auf diese gestützten Verstand verborgenen Zusammenhang mit einer solchen Welt beruht. Und die Neigung zu Erlebnissen, welche den natürlichen Zusammenhang zu durchbrechen scheinen, könnte nur eine kindliche Erbierung von dieser berechtigten menschlichen Sehnsucht nach einer geistigen Welt sein. Goethe interessierte sich vielmehr für die Richtung, welche die Seelentätigkeit bei ihrer Neigung zum abergläubisch Gehätschelten nimmt,
als für den Inhalt der Erzählungen, die bei kindlichen Gemütern aus einer solchen Neigung hervorgehen. Der zweite Gedankenmittelpunkt strahlt die Vorstellungen aus, welche das moralische Menschenleben betreffen, für das der Mensch seine Antriebe nicht aus der Sinnlichkeit, sondern aus Impulsen schöpft, die ihn über das hinausheben, was die Sinnlichkeit in ihm anregt. Auf diesem Gebiete ragt ja eine übersinnliche Kräfte weit in das Seelenleben des Menschen herein. Von beiden Gedankenmittelpunkten ausgehen Strahlen, welche im Übersinnlichen endigen müssen. Und von ihnen aus wird die Frage nach dem inneren Menschenwesen angeregt, nach dem Zusammenhange der Menschenseele mit der sinnlichen Welt einer und der übersinnlichen andererseits. Schiller trat dieser Frage philosophisch in seinen ästhetischen Briefen nahe, für Goethe war der abstrakt-philosophische Weg nicht gangbar, er musste das, was er in dieser Richtung zu sagen hatte, im Bilde verkörpern. Und das geschah durch das Märchen von der grünen Schlange und der Lilie. In Goethes Fantasie gestalteten sich die mannigfaltigen menschlichen Seelenkräfte zu Märchenpersonen, und in den Erlebnissen und dem Zusammenwirken dieser Personen verbildlicht sich das ganze menschliche Seelenleben und Seelenstreben. Wenn man dergleichen ausspricht, hat man von einer gewissen Seite her sogleich den Einwand zu gewärtigen, aber dadurch wird eine Dichtung doch aus dem künstlerischen Fantasiereiche herausgehoben und zur unkünstlerischen Verbildlichung abstrakter Begriffe, die Figuren werden aus dem echten Leben herausgenommen und zu unkünstlerischen Symbolen oder gar Allegorien gemacht. Solch ein Einwand beruht auf der Vorstellung, dass in der Menschenseele nur abstrakte Ideen leben können, sobald sie das Gebiet des Sinnlichen verlässt. Er verkennt, dass es eine lebensvolle übersinnliche Anschauung gibt ebenso wie eine sinnliche. Und Goethe bewegt sich mit seinen Personen im Märchen nicht im Reiche abstrakter Begriffe, sondern übersinnlicher Anschauungen. Was hier über diese Personen und ihre Erlebnisse gesagt werden wird, ist durchaus nicht so gemeint, dass behauptet würde, das eine bedeute das andere jenes. Solche Hinneigung zu symbolischer Ausdeutung liegt diesen Betrachtungen so ferne wie nur möglich. Für sie ist im Märchen der Alte mit der Lampe, sind die Irrlichter und so weiter nichts anderes als die Fantasiegestaltungen, als die sie in der Dichtung auftreten. Aber gesucht werden soll, durch welche Gedankenimpulse die Fantasie des Dichters belebt wird, um solche Gestalten zu schaffen. Diese Gedankenimpulse brachte sich Goethe ganz gewiss nicht in einer abstrakten Form zum Bewusstsein. Weil sie seiner Geistesart in dieser Form zu inhaltsarm erschienen wären, drückte er sich eben durch Gestalten der Fantasie aus. Der Gedankenimpuls waltet in den Untergründen von Goethes Seele, dessen Frucht ist die Fantasiegestalt. Die Zwischenstufe als Gedanke lebt nur unterbewusst in seiner Seele und gibt der Fantasie die Richtung. Der Betrachter des goethischen Märchens braucht den Gedankengehalt, denn der allein kann seine Seele so stimmen, dass sie in nachschaffender Fantasie den Wegen der schöpferischen goethischen folgt. Es ist das sich hineinversetzen in diesen Gedankengehalt nichts anderes als gewissermaßen das Aneignen der Organe, durch die der Betrachter sich in dieselbe Luft versetzen kann, in der Goethe geistig geatmet hat, als er das Märchen schuf. Es ist die Einstellung des Blickes auf die menschliche Seelenwelt, auf die Goethe gebückt hat, und aus deren Walten ihm anstatt philosophischer Ideen lebendige Geistgestalten entgegensprangen. Was in diesen Geistgestalten lebt, es lebt in der menschlichen Seele. Die Vorstellungsart, die das Märchen durchdringt, sie klingt schon in den Unterhaltungen an. In den Gesprächen, von denen da erzählt wird, lenkt sich die menschliche Seele auf die zwei Weltgebiete hin, zwischen die sich der Mensch im Leben gestellt sieht, das Sinnliche und das Übersinnliche. Sich zu beiden Gebieten in das rechte Verhältnis zu bringen, strebt die tiefere Menschennatur an, zur Erringung einer freien, menschenwürdigen Seelenverfassung und zur Ausgestaltung eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch zu Mensch. Goethe hat empfunden, dass in den Unterhaltungen selbst nicht voll zum Ausdrucke gekommen war, was er über die Beziehung des Menschen zu den beiden Weltgebieten hat aus den Erzählungen her ausleuchten lassen. Er hatte das Bedürfnis, in dem umfassenden Märchengemälde die menschlichen Seelenrätsel, auf die sein Blick gerichtet war, näher an die unermesslich reiche Welt des Geisteslebens heranzubringen.
da es Streben nach dem wahrhaft menschenwürdigen Zustand, auf den Schiller deutet, den Goethe zu leben wünschte, verkörpert sich ihm durch den Jüngling im Märchen. Dessen Vermählung mit der Lilie, der Verwirklich-Ehrin des Freiheitsreiches, ist die Verbindung mit den in der Menschenseele schlummernden Kräften, die zum wahren inneren Erleben der freien Persönlichkeit führen, wenn sie erweckt werden. Eine Person, die für die Entwicklung der Vorgänge im Märchen eine bedeutungsvolle Rolle spielt, ist der Alte mit der Lampe. Als er mit seiner Lampe in die Felsklüfte kommt, wird er gefragt, welches das wichtigste der Geheimnisse sei, die er wisse. Er antwortet, das Offenbare. Und auf die Frage, ob er dieses Geheimnis nicht verraten könne, sagt er, wenn er das Vierte wisse. Dieses Vierte aber kennt die grüne Schlange. Und sie sagt es dem Alten ins Ohr. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieses Geheimnis sich auf den Zustand bezieht, nach dem sich alle im Märchen vorkommenden Personen sehnen. Dieser Zustand wird am Schluss des Märchens geschildert. Er drückt im Bilde aus, wie die Menschenseele ihre Verbindung eingeht mit den in ihren Untergründen waltenden Kräften, und wie dadurch ihr Verhältnis zum Übersinnlichen dem Reich der Lilie und dem Sinnlichen dem Reich der grünen Schlange so geregelt wird, dass sich diese Seele mit ihren Erlebnissen und ihrem Tun in freier Art von dem einen und dem anderen Gebiete anregen lässt, so dass sie im Verein mit den beiden ihr wahres Wesen verwirklichen könne. Man muss annehmen, dass der Alte den Inhalt dieses Geheimnisses kennt, denn er ist ja die einzige Person, die immer über den Verhältnissen steht, diejenige, von deren Lenkung und Leitung alles abhängt. Was also kann die Schlange dem Alten sagen? Er weiß, dass sie sich aufopfern muss, wenn der ersehnte Endzustand herbeigeführt werden soll. Aber dieses sein Wissen ist nicht entscheidend. Er muss mit diesem Wissen warten, bis die Schlange aus den Tiefen ihres Wesens heraus zu dem Entschlüsse der Aufopferung sich reif findet. Im Umfange des menschlichen Seelenlebens gibt es eine Kraft, von welcher die Entwicklung der Seele getragen wird zu dem Zustande der freien Persönlichkeit. Diese Kraft hat ihre Aufgabe auf dem Wege zu diesem Zustand. Wäre dieser erreicht, so verlöre sie ihre Bedeutung. Sie bringt die Menschenseele mit den Lebenserfahrungen in Zusammenhang. Sie verwandelt, was Wissenschaft und Leben offenbaren, in innere Lebensweisheit. Sie macht die Seele immer reifer für das ersehnte Geistesziel. An diesem verliert sie ihre Bedeutung, denn sie stellt das Verhältnis des Menschen zur Außenwelt her. Am Ziele aber sind alle äußeren Impulse in innere Seelenantriebe verwandelt. Da muss diese Kraft sich aufopfern, sie muss ihre Wirksamkeit einstellen, sie muss als das übrige Seelenleben durchsetzendes Ferment ohne Eigenleben im verwandelten Menschen weiter bestehen. Goethes Geistesauge war insbesondere auf die SE-Kraft im Menschenleben hingerichtet. Er sah sie wirksam in den Erfahrungen des Lebens und in denjenigen der Wissenschaft. Er wollte sie da angewendet wissen, ohne dass man sich durch vorgefasste Meinungen oder Theorien ein abstraktes Ziel setzt. Dieses Ziel muss sich erst aus den Erfahrungen heraus ergeben. Wenn diese ausgereift sein werden, sollen sie das Ziel aus sich gebären. Sie sollen nicht durch ein vorausbestimmtes Ende verstümmelt werden. Diese Seelenkraft ist in der grünen Schlange verkörpert. Sie nimmt das Gold auf, die Weisheit, die aus den Erfahrungen des Lebens und der Wissenschaft stammt, und die von der Seele angeeignet werden muss, so dass Weisheit und Seele eins werden. Diese Seelenkraft wird sich zur rechten Zeit opfern, sie wird den Menschen an sein Ziel, die freie Persönlichkeit, bringen. Dass sie sich opfern will, sagt die Schlange dem Alten ins Ohr. Sie vertraut ihm damit ein Geheimnis an, das ihm offenbar ist, das ihm aber trotzdem wertlos ist, solange es sich nicht durch den freien Entschluss der Schlange verwirklicht. Wenn die gekennzeichnete Seelenkraft in dem Menschen so spricht wie die Schlange zu dem Alten, dann ist es für die Seele an der Zeit, die Lebenserfahrung als Lebensweisheit zu erleben, die ein harmonisches Verhältnis vom Sinnlichen zum Übersinnlichen herstellt. Das ersehnte Ziel wird herbeigeführt durch die Wiederbelebung des zur Unzeit von dem Übersinnlichen der Lilie berührten und daher gelähmten und ertöteten Jünglings, durch seine Vereinigung mit der Lilie, wenn die Schlange,
die Lebenserfahrung der Seele, sich geopfert hat. Dann ist auch die Zeit gekommen, in der die Seele in sich die Brücke bilden kann zwischen dem diesseitigen und jenseitigen Gebiet des Flusses. Diese Brücke entsteht aus dem Stoffe der Schlange selbstständig. Die Lebenserfahrung führt fortan kein Eigenleben, sie ist nicht mehr, wie vorher, bloß auf die äußere Sinneswelt gerichtet. Sie ist innere Seelenkraft geworden, die man als solche bewusst nicht übt, sondern die nur wirkt, indem sich Sinnliches und Übersinnliches im Menscheninnern gegenseitig erleuchten und erwärmen. Wenn nun auch die Schlange die Urheberin dieses Zustandes ist, sie könnte allein dem Jüngling doch nicht die Gaben verleihen, durch die ihm möglich wird, das neu gegründete Seelenreich zu beherrschen. Die empfängt er von den drei Königen. Von dem Ernen erhält er das Schwert mit dem Auftrag, das Schwert zur Linken, die Rechte frei. Der silberne König gibt ihm das Zepter, indem er den Satz spricht, weide die Schafe. Der goldene König drückt ihm den Eichenkranz aufs Haupt mit den Worten, erkenne das Höchste. Der vierte König, der in Mischung die drei Metalle Kupfer, Silber und Gold enthält, sinkt zum wesenlosen Klumpen zusammen. In dem Menschen, der auf dem Wege zur freien Persönlichkeit ist, sind drei Seelenkräfte in Mischung wirksam, der Wille, das Kupfer, das Fühlen, Silber, die Erkenntnis, Gold. Die Lebenserfahrung gibt im Laufe des Daseins aus ihren Offenbarungen, was die Seele sich durch diese drei Kräfte aneignet, die Macht, durch welche die Tugend wirkt, offenbart sich dem Willen, die Schönheit, der schöne Schein, offenbart sich dem Fühlen, die Weisheit offenbart sich dem Erkennen. Was den Menschen abtrennt von der freien Persönlichkeit, das ist, dass diese drei in Mischung in seiner Seele wirken, er wird die freie Persönlichkeit in dem Maße erringen, als er mit vollem Bewusstsein die Gaben der drei in ihrer besonderen Eigenart, jede für sich, empfängt und sie erst in freier bewusster Betätigung in seiner Seele selbst vereinigt. Dann zerfällt in sich, was ihn vorher bezwungen hat, die chaotische Mischung der Gaben des Wollens, Fühlens und Erkennens. Der König der Weisheit ist aus Gold. Wo das Gold im Märchen auftritt, verkörpert es die Weisheit in irgendeiner Form. Wie die Weisheit in der sich zuletzt opfernden Lebenserfahrung wirkt, ist bereits angedeutet. Aber auch die Irrlichter bemächtigen sich des Goldes in ihrer Art. Der Mensch trägt in sich eine Seelenanlage und sie kommt bei manchen Personen in einseitiger Art zur Entfaltung, so dass sie ihr ganzes Wesen auszufüllen scheint, durch die er sich aneignet, was Leben und Wissenschaft an Weisheit verleihen. Aber diese Seelenanlage strebt nicht danach, die Weisheit ganz mit dem Leben der Seele zu vereinigen, sie bleibt als einseitiges Wissen, als Mittel, dieses oder jenes zu behaupten oder zu kritisieren, bestehen, sie dient dazu, die Person glänzen zu lassen, oder diese Person im Leben in einseitiger Weise zur Geltung zu bringen. Sie strebt auch nicht danach, sich durch die Verbindung mit dem, was die äußere Erfahrung bietet, in Ausgleich zu bringen. Sie wird zum Aberglauben, den Goethe in den Gespenstergeschichten der Ausgewanderten zur Darstellung brachte, weil sie nicht danach strebt, sich in Einklang zu versetzen mit dem Naturgemäßen. Sie wird zur Lehre, bevor sie im Seeleninnern Leben geworden ist. Sie ist, was falsche Propheten und Esopehisten durch das Leben tragen möchten. Sie ist weit entfernt davon, den goethischen Lebensgrundsatz sich zu eigen zu machen, man muss seine Existenz aufgeben, um zu existieren. Die Schlange, die selbstlose, in Liebe zur Weisheit, in erlebter Weisheit entwickelte Lebenserfahrung, gibt ihre Existenz auf, um die Brücke zu bilden zwischen der Sinnlichkeit und der Geistigkeit. Der Jüngling wird durch ein unbezwingliches Verlangen nach dem Reich der schönen Lilie gedrängt. Welches sind die Kennzeichen dieses Reiches? Die Menschen können, trotzdem sie die tiefste Sehnsucht nach dem Gebiet der Lilie haben, doch nur zu bestimmten Zeiten in dasselbe gelangen, bevor die Brücke gebaut ist. Zur Mittagszeit bildet die Schlange, auch schon vor ihrer Opferung, eine vorläufige Brücke in das Gebiet des Übersinnlichen.
Und abends und morgens kann man über den Schatten des Riesen hinüberkommen, über den Fluss die Vorstellungs- und Gedächtniskraft, der das Sinnliche von dem Übersinnlichen trennt. Jemand, der sich der Beherrscherin des übersinnlichen Reiches nähert, ohne dazu die innere Eignung zu besitzen, muss an seinem Leben so Schaden nehmen wie der Erjüngling. Auch hat die Lilie das Verlangen nach dem anderen Reiche. Es kann der Fährmann, der die Irrlichter über den Fluss gefahren hat, jeden herüber, aus dem Übersinnlichen, niemand hinüberbringen. Wer von dem Übersinnlichen berührt sein will, muss erst sein Inneres durch Lebenserfahrung an dieses Übersinnliche, das nur in Freiheit ergriffen werden kann, herangearbeitet haben. Goethe spricht in den Sprüchen in Prosa seine auf dieses zielende Überzeugung aus: Alles, was uns Herrn Geist befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, ist verderblich. Ein anderer seiner Sprüche ist dieser: Pflicht, wo man liebt, was man sich selbst befiehlt. Das Reich des einseitig wirkenden Übersinnlichen bei Schiller des einseitigen Vernunfttriebes ist das der Lilie, das Reich der einseitig wirkenden Sinnlichkeit des sinnlichen Triebes bei Schiller ist dasjenige, in dem die Schlange vor ihrer Opferung lebt. Der Fährmann kann jeden herüber in dies letztere Reich, niemand hinüber in das andere bringen. Die Menschen stammen alle, ohne dazu selbst etwas zu tun, aus dem Übersinnlichen. Aber sie können eine freie von keiner Zeit, das ist von keinem nur unwillkürlich hervorgerufenen Seelenzustand abhängige Verbindung mit diesem Übersinnlichen nur herstellen, wenn sie sich über die Brücke der geopferten Lebenserfahrung begeben wollen. Vorher gibt es zwei unwillkürlich eintretende Seelenzustände, durch die der Mensch ins übersinnliche Reich gelangen kann. Das eins ist mit dem Reiche der freien Persönlichkeit. Der eine Seelenzustand ist derjenige durch die schöpferische Fantasie, die ein Abglanz des übersinnlichen Erlebens ist. In der Kunst verbindet der Mensch das Sinnliche mit dem Übersinnlichen. In der Kunst auch offenbart er sich als freischaffende Seele. Das ist verbildlicht in dem Übergang, den die Schlange, die noch nicht zum übersinnlichen Erleben bereite Lebenserfahrung, zur Mittagszeit ermöglicht. Der andere Seelenzustand tritt ein, wenn der Bewusstseinszustand der Menschenseele des Riesen im Menschen, der ein Ebenbild des Makrokosmos ist, herabgedämpft ist, wenn die bewusste Erkenntnis sich verdunkelt und ablähmt, so dass sie sich als Aberglaube, Vision, Mediumismus auslebt. Die Seelenkraft, die sich auf diese Art bei gelähmtem Bewusstsein darlebt, ist für Goethe einerlei mit derjenigen, welche durch Gewalt und Willkür, auf revolutionäre Art, den Menschen in den Zustand der Freiheit führen möchte. In Revolutionen lebt sich der Drang nach einem Idealzustande dumpf aus, wie sich in der Dämmerung der Schatten des Riesen über den Fluss legt. Dass auch diese Ansicht über den Riesen berechtigt ist, dafür spricht, was Schiller am 16. Oktober 1795 an Goethe schreibt, der sich auf einer Reise befindet, die sich bis nach Frankfurt am Main ausdehnen sollte: Es ist mir in der Tat lieb, sie noch ferne von den Händeln am Main zu wissen. Der Schatten des Riesen könnte sie leicht etwas unsanft anfassen. Was die Willkür, der ungezügelte Verlauf geschichtlicher Ereignisse, im Gefolge hat, ist neben dem herabgedämmerten menschlichen Bewusstseinszustand im Riesen und seinem Schatten verbildlicht. Die Seelenimpulse, die zu solchen Ereignissen führen, sind ja in der Tat mit der Neigung zum Aberglauben und zur träumerischen Ideologie verwandt. Die Lampe des Alten hat die Eigenschaft, nur da zu leuchten, wo schon ein anderes Licht vorhanden ist. Man muss dabei an den von Goethe wiederholten Spruch eines alten Mystikers denken: War nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt Stern es nie erblicken, lag nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? So wie die Lampe im Dunkeln nicht leuchtet, so leuchtet das Licht der Weisheit, der Erkenntnis, dem Menschen nicht, der ihm nicht die geeigneten Organe, das innere Licht, entgegenbringt. Noch deutlicher aber wird, was die Lampe ist, wenn man beachtet, dass sie in ihrer Art wohl beleuchten kann, was die Schlange als Entschluss in sich ausreift, dass sie aber die Geneigtheit der Schlange zu diesem Entschlüsse erst erfahren muss. Es gibt eine menschliche Erkenntnis,
die jederzeit auf das höchste Streben des Menschen geht, sie hat sich im Laufe des geschichtlichen Lebens der Menschheit aus dem inneren Erleben der Seelen erhoben. Aber, worauf sie deutet, das Ziel des menschlichen Strebens, es kann nur in seiner konkreten Wirklichkeit aus der sich opfernden Lebenserfahrung gewonnen werden. Was den Menschen die Betrachtung der geschichtlichen Vergangenheit lehrt, was ihm mystisches, was religiöses Erleben über seinen Zusammenhang mit dem Übersinnlichen zu sagen vermögen, alles dieses kann seine letzte Verwirklichung nur durch die Opferung der Lebenserfahrung finden. Der Alte kann mit seiner Lampe alles so verwandeln, dass es in neuer, dem Leben dienlicher Form erscheint, aber die wirkliche Entwicklung ist von dem Ausreifen der Lebenserfahrung abhängig. Der Alte hat zur Frau die Persönlichkeit, welche dem Flusse mit ihrem Leibe haftet für dasjenige, was sie ihm schuldig geworden ist. Diese Frau verkörpert ebenso die menschliche Wahrnehmungs- und Vorstellungskraft wie die geschichtliche Erinnerung der Menschheit an ihre Vergangenheit. Sie ist dem Alten beigesellt. Mit ihrer Hilfe hat er das Licht, das beleuchten kann, was durch äußere Wirklichkeit schon hell ist. Aber die Vorstellungs- und die Erinnerungskraft sind nicht in Lebenseinheit verbunden mit den konkret wirklichen Kräften, die in der Entwicklung des Einzelmenschen und im geschichtlichen Leben der Menschheit tätig sind. Vorstellungs- und Erinnerungskraft haften am Vergangenen, sie konservieren das Vergangene, so dass es zum Vorderer an das Entstehende und Werdende wird. In den Verhältnissen, in denen als dem durch die Erinnerung Festgehaltenen der Mensch und die Menschheit leben, ist der Niederschlag dieser Seelenkraft enthalten. Im dritten der ästhetischen Briefe schreibt Schiller über diesen Niederschlag: Der Zwang der Bedürfnisse warf ihn, den Menschen, hinein, ehe er in seiner Freiheit diesen Stand wählen konnte, die Not richtete denselben nach bloßen Naturgesetzen ein, ehe er es nach Vernunftgesetzen konnte. Der Phlus trennt die beiden Reiche, das der Freiheit im Übersinnlichen, das der Notwendigkeit im Sinnlichen. Die unbewussten Seelenkräfte der Fährmann stellen den Menschen, der im Übersinnlichen seinen Ursprung hat, in das Sinnliche hinein. Er findet sich da zunächst in einem Bereich, in dem Vorstellungs- und Erinnerungskraftverhältnisse geschaffen haben, mit denen er leben muss. Aber sie trennen ihn von dem Übersinnlichen, er befindet sich ihnen gegenüber in der Lage eines Schuldners, wenn er an die Kraft heranzutreten genötigt ist, den Fährmann, die ihn auf ihm unbewusste Art aus dem Übersinnlichen in das Sinnliche gebracht hat. Er kann die Gewalt, welche die Verhältnisse auf ihn ausüben und die in einer Hinwegnahme seiner Freiheit sich offenbart, nur brechen, wenn er mit Früchten der Erde, das ist mit selbst geschaffener Lebensweisheit, von der ihm durch die Verhältnisse auferlegten Schuld, dem Zwang, sich befreit. Kann er das nicht, so nehmen ihm diese Verhältnisse das Wasser des Flusses die Eigenwesenheit. Er schwindet in seinem Seelenselbst dahin. Auf dem Flusse wird der Tempel errichtet, in dem sich die Vermählung des Jünglings mit der Lilie vollzieht. In der Menschenseele, in welcher die Kräfte sich in eine gegenüber dem gewöhnlichen Zustande umgewandelte Ordnung gebracht haben, ist die Vermählung mit dem Übersinnlichen, die Verwirklichung der freien Persönlichkeit möglich. Was die Seele als Lebenserfahrung vorher gewonnen hat, ist so weit gereift, dass die Kraft, die auf diese Lebenserfahrung gerichtet ist, sich nicht mehr in der bloßen Einordnung des Menschen in die Sinneswelt erschöpft, sondern sich zum Inhalte desjenigen macht, was aus dem Bereich des Übersinnlichen in das Menscheninnere strömen kann, so dass das Wirken im Sinnlichen der Vollzieher von Übersinnlichen antrieben wird. In dieser Seelenverfassung gewinnen auch diejenigen menschlichen Geisteskräfte, die vorher in irren oder einseitigen Bahnen liefen, ihre im Gesamtgemüt neue, einem erhöhten Bewusstseinszustand angemessene Bedeutung. Da von der Sinneswelt sich loslösende, in Aberglauben oder tumultuarisches Denken verehrte Weisheit der Irrlichter zum Beispiel dient dazu, das Tor aufzuschließen jenes Schlosses, das den Seelenzustand verbildlicht, in dem Wollen, Fühlen und Erkennen noch durch ihre chaotische Emrischung den Menschen in einem unfreien, vom Übersinnlichen getrennten Innenleben erhalten. In den Märchenbildern der hier betrachteten Dichtung trat Goethe die Entwicklung der Menschenseele vor das Geistesauge von der Verfassung an, in der sie dem Übersinnlichen gegenüber sich fremd fühlt,
bis zu derjenigen Bewusstseinshöhe, auf welcher das in der sinnlichen Welt vollbrachte Leben sich mit der übersinnlichen Geistwelt durchdringt, so dass beide eins werden. Dieser Umwandlungsprozess stand Goethe in leicht gewobenen Fantasiegestalten vor der Seele. Die Frage nach der Beziehung der physischen Welt zu einem von dem physischen Erleben freien Erfahren eines übersinnlichen Reiches mit ihrer Folge für das menschliche Gemeinschaftsleben, welche die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten durchleuchtet, hier in dem Märchenabschluss findet sie eine umfassende Lösung in dem Weben dichterisch gestalteter Bilder. In diesen Ausführungen ist nur gewissermaßen der Weg angedeutet, der in den Bereich führt, in dem Goethes Fantasie das Märchen gewoben hat. Alle übrigen Einzelheiten sind bis ins Letzte von demjenigen in ihrer Lebendigkeit zu erfüllen, der das Märchen als ein Gemälde des menschlichen Seelenlebens in dessen Streben nach dem Übersinnlichen ansieht. Dass es ein solches Gemälde des Seelenlebens ist, hat Schiller von dem Märchen wohl empfunden. Er schreibt darüber, das Märchen ist bunt und lustig genug, und ich finde die Idee, deren Sie einmal erwähnten, das gegenseitige Hilfeleisten der Kräfte und das Zurückweisen aufeinander, recht artig ausgeführt. Denn selbst, wenn jemand einwenden wollte, dieses gegenseitige Hilfeleisten der Kräfte beziehe sich auf Kräfte verschiedener Menschen, so gilt dagegen die Goethe durchaus geläufige Wahrheit, dass die Seelenkräfte, die einseitig auf verschiedene Menschenwesen verteilt sind, doch nichts anderes sind als die auseinandergelegte Wesenheit des menschlichen Gesamtgemütes. Und wenn im Gemeinschaftsleben verschiedene Menschennaturen zusammenwirken, so ist in dieser Wechselwirkung doch nur ein Bild der mannigfaltigen Kräfte gegeben, die in ihrer gegenseitigen Beziehung das eine individuelle menschliche Gesamtwesen ausmachen.